Ich war schon immer musikbesessen. Und meine Mutter hat mich mal Musikterrorist genannt, weil ich immer Musik gehört habe. Für mich ist das permanente Lernen und Wachsen wichtig. Das ist eigentlich, was mich auch antreibt. Wenn man den Beruf des Dirigenten wählt, wählt man den, weil man das Gefühl hat, man hat etwas zu sagen, möchte das gerne weitergeben. Und das Orchester ist dann das ideale Instrument dazu. Ich habe Geige studiert, ja, also bis zum Konzertreife. Das war auch sehr wichtig als Basis für meine Arbeit, wenn ich dann vor einem Orchester stehe. Dann mein Dirigierlehrer in Amerika, in Cincinnati, Gerhard Samuel. Und dann hatte ich das Glück, mit zwei großen Dirigenten und Musikern arbeiten zu können. Mit Wladimir Ashkenazy, ich war sein Assistent in Berlin, und dann von Claudio Abbado. Und das waren natürlich tolle, tolle Jahre, wo ich so viel lernen konnte, dass ich dann hoffe, dann auch das Gelernte dann weiterzugeben. Mein heutiger Wirkungsgrad befindet sich aus Sicht eines Schweizers im Ausland. Und als Schweizer freue ich mich inzwischen, in vielen Ländern zu dirigieren, wie zum Beispiel in Russland, wo ich regelmäßig am Bolschoi-Theater gastiere, oder auch im skandinavischen Raum, in Amerika und natürlich im gesamten deutschsprachigen Raum. Wenn ich Musik mache, ist es einerseits natürlich, weil ich ohne Musik nicht leben kann, aber ich habe auch ein Mitteilungsbedürfnis. Ich möchte andere begeistern von der Musik. Es gibt im Publikum ein starkes Bedürfnis nach Wissen. Und so hilft es meiner Meinung nach, dem Publikum ein paar Punkte aufzuzeigen von dem, was sie gleich zu hören bekommen. Ich merke, wie das Publikum dann viel offener ist, nachdem sie so eine Einführung gehört haben. Ich drehe dem Publikum ja immer auch den Rücken zu. Und so sehe ich das Publikum auch mal für einen Moment. Ich sehe die Gesichter, ich spüre das Publikum eigentlich noch schöner. Und das Publikum, das merke ich, ist unglaublich dankbar und freut sich auch. Es war für mich ein Glück, in Zürich aufzuwachsen, zwischen historischer Architektur und der heutigen Internationalität. Das hat schon zu meinem Weltbild beigetragen und ich merke, dass ich bei meiner heutigen Arbeit davon profitiere. Und natürlich auch von den vier Landessprachen, die zu unserem Alltag gehören. Ich habe als Geiger ja begonnen und die Geige war mir immer zu klein. Ich wollte immer darüber hinaus und das Orchester, fand ich, ist da ideal. Und für mich war eine Leitlinie eigentlich immer der gegenseitige Respekt. Ich habe hohen Respekt vor der Leistung eines Orchestermusikers. Es gibt manchmal diese Momente, und da braucht man gar keinen Applaus, wo man das Gefühl hat, da ist jetzt etwas Magisches entstanden. Irgendeinen Moment hat man etwas eingefangen, was zwar unwiederbringlich ist, aber eine Magie.
dann weiß man, das war etwas ganz Besonderes. Wenn diese Magie passiert, ist es immer so, dass das Publikum das auch spürt. Dass da irgendeine Gemeinschaft entsteht, das was ganz, ganz Besonderes ist. Das Live-Konzert ist das Zentrale meiner Arbeit. Man hat diese unmittelbare Reaktion und deshalb ist das Live-Konzert eben durch nichts zu ersetzen, auch nicht durch eine Aufnahme, sondern das ist wirklich das, wo die Menschen den Unterschied spüren. Aber das Live-Konzert schlussendlich ist der Kulminationspunkt eigentlich der Arbeit. Für mich gibt es beim Dirigieren natürlich Vorbilder. Ein Vorbild rein, wie man eine Phrase dirigiert, wie man Farben dirigiert, war Claudio Abbado, natürlich auch als Mentor, das war ein wichtiger Dirigent, weil ich den sehr viel auch beobachten konnte. Für mich waren aber auch immer historische Dirigenten wichtig. Ich habe vor allem auch historische Aufnahmen, weil mich dieser geschichtliche Aspekt auch der Musikinterpretation immer interessiert hat. Ich meine, wir haben die Chance, Aufnahmen aus den 20er Jahren zu hören, wo Leute aufgenommen wurden, die Brahms noch persönlich kannten. Wie interpretieren die Brahms? Das ist natürlich eine tolle Chance, dass man da zuhören kann und auch sich ein Bild machen kann und dann schlussendlich auch Schlüsse zieht, wie man selber interpretiert.